Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, ich glaube, zu einem weiteren Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. City. Ich befinde mich hier in Maria City und wir begeben uns jetzt direkt zur Pokémon Arena hier in Maria City und werden gehen. Au, scheiße, was passiert denn dort? Was geht denn da vor sich? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zu Team Plasma und man nennt mich Geets. Ich bin hier, um meinen Kameraden in Empfang zu nehmen, um die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Jetzt krieg dich doch mal wieder ein. Deinen Dank kannst du dir sparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten. Oh, da muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also, was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nach nachhaltiges Interesse an Maria City. Daher sind wir hier auch mit vielen unserer Leute vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon für irgendwas gut sein. Also schön, nimm deine Leute und verschwinde einfach von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrundes. Eine Gabe, eine Situation binnen weniger Minuten richtig zu einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Gestattet, dass ich mich nun mit meinen Kameraden zurückziehe? Vielen Dank, Virtu, geht es. Aber, mein Guter, schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weisen, oder etwa nicht? Nun dann, ihr guten Leute, eines Tages werden wir einander gewiss wiedersehen und uns wieder begegnen. Gehabt euch wohl und der Friede sei mit euch. Gehabt euch wohl, klaut der mir jetzt auch noch die Verabschiedung. Der kriegt einen aufs Maul, wenn wir den das nächste Mal treffen. Das ist hier. So geht das nicht, einfach meine Verabschiedung klauen. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, besonders nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erholt euch erstmal von dem Schock, aber vielleicht starten wir danach doch noch unseren geplanten Pokémon-Kampf. Lasst mich hier nicht zu lange warten, hört ihr? Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfen mitten in der Stadt zu vermeiden. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hinter diesen Geetses mehr steckt, als es auf den ersten Blick erscheint. Also, ich werde dann mal zusehen, dass ich meine Pokémon noch ein wenig trainiere. Gegen diesen Turner will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Pah, im Gegenteil, ich werde mir meinen Orden mit Bravour holen. Ich auch, und muss nicht mehr trainieren. Naja, doch, müsste schon irgendwie, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde mal sagen, los geht's da nach drinnen. Heute werde ich mal ein bisschen was zu Pokémon Sonne und Mond Ultra, also Pokémon Mond Ultra sagen. Und zu Pokémon Weiß, das Remaster Remake Dingens, was jetzt im letzten Pokémon Direct angesagt wurde.
Das habe ich natürlich geguckt, das Pokémon Direct. So. Das sind die zwei Spiele, die ich, ja, die ich heute mal bereden werde, euch besprechen werde und euch sagen werde, was da, wie das mit meinem Kanal zusammenhängt. Herzlich willkommen in der Pokémon Arena von Maria City. Hier in unserer Arena bewegt man sich mit den Aufzügen fort. Natürlich, insoweit es das Spiel zulässt, werde ich darüber reden. Komm, kommst du hier an, geht's gleich dermaßen rund, was? Na, wie auch immer, ich habe hier erstmal was für dich. Zwergi erhält das Item Tafelwasser. Ja, wie immer in der Medizintasche verstaut. Für den Fall, dass du noch nicht wusstest, Arena-Netter, Turner kämpft mit Boden-Pokémon. Nur mal unter uns, Boden-Pokémon sind anfällig gegen Attacken vom Typ Wasser. Da fragt man sich eigentlich schon, warum Turner ausgerechnet direkt neben dem Wasser wohnt. Okay, ich bin einmal weg. Ich habe meines Wissens noch kein Wasser-Pokémon. Naja, egal, wir werden es trotzdem versuchen. Irgendwann fangen wir uns ein nächstes Pokémon. Wenn wir das nächste Mal die Möglichkeit dazu haben. So, was läuft hier? Sieht so aus, als ob ich den gegen den kämpfen müsste. Ja. Pokémon Mond Ultra, also Pokémon Ultra Mond. Ja. Für den 3DS wird es erscheinen. Wir tun es. Ja. Was ich zu Pokémon Sonne und Mond Ultra zu sagen habe, erstmal das, dann reden wir das nächste. Ordentlich sortieren, Zwergi. Erst über das eine Thema reden, dann über das andere. So. Mir persönlich hat es gefallen, dass neue Spiele für den 3DS erstmal rauskommen. Also das als allererstes. Dass es neue geile Pokémon-Spiele für den 3DS gibt. Das freut mich als 3DS-Unterstützer natürlich. Ernsthaft. Und ja, ich würde mal sagen, auf Pokémon Ultra Sonne, Quatsch, Ultra Mond, ich werde Ultra Mond spielen, weil ich schon Pokémon Sonne gespielt habe und ein bisschen Abwechslung da reinbringen möchte. Und ich weiß, das Spiel wird sich auch in der Geschichte sehr unterscheiden von Pokémon Sonne und Mond, aber ich werde es, um trotzdem auch in den legendären Pokémon ein bisschen Unterschied reinzubringen, diesmal mit der Pokémon Ultra Edition, Pokémon Ultra Mond Edition. Ah, ist auch heute scheiße mit dem Reden hier. Kann heute nicht mehr reden. Sorry. Ist genau richtig für einen Pokémon Part nicht mehr reden zu können. So. Auf jeden Fall habe ich mich höllisch darüber gefreut, Pokémon Ultra Mond angekündigt zu haben. Also ich war schon ein großer Fan von Pokémon Sonne. Hab das sehr, sehr gerne gespielt und es war mir eine Freude, diese Let's Play-Reihe zu beenden und zu durchzuführen. Genau, Zwergi. So wird es sein. Und umso lieber werde ich jetzt noch Pokémon Ultramond spielen. Ich freue mich drauf. Es gab viel Hate auf YouTube. Habe ich auch bei meinem YouTube-Kollegen, bei meinem YouTuber-Kollegen Greenie Let's Play gesehen. Der hat sich auch ein bisschen kritisch dazu geäußert. Also Grüße gehen raus an ihn, falls er das jetzt hier sieht. Also es ist natürlich schlecht, dass es nicht für die Switch rauskommt, aber umso besser für mich, würde ich mal sagen. Also auf gut Deutsch, gut für mich, schlecht für euch. Ich habe nämlich keine Switch. So. Ja, will jetzt keine Schadensfreude betreiben.
Ja, ich muss garantiert dort lang, aber ich will jetzt trotzdem mal diesen Aufzug testen. Jo. Ha, ist klar. Das hätte ich nicht machen sollen. Na, jetzt muss ich auch gegen den kämpfen. Wenn ich mit dem Lift nach oben fahre, hebt sich meine Stimmung. Fahre ich mit ihm nach unten, sinkt sie in den Keller. Stimmungsschwankungen oder was? Wenn du wissen willst, warum Turner ganz unten ist, musst du gegen mich gewinnen. Stimmung auch im Keller. Ja, ich habe ihn ja schon im letzten Part erlebt. Ja, kann so sein, das wird, ja, das passt. Seine Stimmung ist sehr oft im Keller. In Ganoville. Ja. Mal gucken, ob ich mir das besorgen werde. Es sieht gut aus. Also, ich werde mir das Spiel Pokémon Ultramond besorgen. Und für euch als Let's Play spielen. Und wenn nicht alles dazwischen kommt. Und ja. Dann ab Release Day, also. Ich denke, das müsste 22. September sein. Und dann spiele ich das ab September für euch. Jetzt Let's Play. Ja, Pokémon. Die. Sag schon, silberne Edition. Ich habe Pokémon Heart Gold als Spiel in meinem Schrank. Habe ich noch nicht als Let's Play-Reihe gespielt, aber. Ich werde dann wohl wahrscheinlich Pokémon. Silber vor Pokémon Hard Gold spielen. Wäre ja auch die chronologisch richtige Reihenfolge. Was ich bloß auf meinem Kanal machen will, ihr habt es schon gesehen ein bisschen. Ich habe das Ganze, naja, mit Pokémon Y angefangen, aber dann doch irgendwie mit Pokémon Sonne weitergeführt. Also Pokémon Sonne kam, dann kam Pokémon Weiß hier und geplant war jetzt eigentlich als nächstes dann, ja, ich wollte jetzt eigentlich mit Pokémon Rubin wollte ich jetzt als nächstes machen, aber da wird wohl Pokémon Silber oder Pokémon wie hieß nochmal, Ultramond dazwischen kommen. Also wird ein ziemliches Gewusel auf meinem Kanal, keine wirkliche chronologische Reihenfolge. Also, Plan sieht es jetzt aus, dass ich Pokémon Y gespielt habe, Pokémon Sonne gespielt habe, Pokémon Weiß jetzt vielleicht nicht ganz zu Ende bringen werde, dass ich Pokémon Weiß nicht mehr ganz zu Ende bringen können, tun, wollen, sein und dann Pokémon, eins von den beiden, also Pokémon Ultramond dazwischen hauen werde. Und dann mit dem anderen weiter vermutlich Pokémon Silber weitersetzen werde und dann wird als nächstes Pokémon Omega Rubin kommen. Dann wird was wird dann kommen? Dann wird. Ich glaube, ich fürchte, dann werde ich Pokémon Heart Gold nach Pokémon Omega Rubin hinlegen. Dann Pokémon Diamant, Pokémon Platin und dann schauen wir weiter, was ich noch mache, weil dann gehen meine Pokémon-Editionen dann langsam auch aus. Aber das wird dann spätestens, also. Wann spätestens 2019, 2020 wird das dann sein, weil so lange wie diese Let's Play-Reihen dauern, ich werde es dieses Jahr erstmal mit Pokémon Weiß und Pokémon Ultra Mond zu tun haben. 2018 gucken wir dann mit Pokémon Silber weiter und wahrscheinlich dann auch Omega Rubin und 2019, falls ich dann noch aktiv auf YouTube bin, schauen wir dann mal, wie es mit Heart Gold steht.
Ja, gegen die müssen wir kämpfen. Ja, macht euch über 2020 noch keine Sorgen. Das ist dann ferne Zukunftsplanung. Mal schauen, was so kommt. Vielleicht kommt noch eine andere Edition dazwischen. Vielleicht sage ich dann Ende 2019 auch. So, jetzt spiele ich Pokémon Ultra Diamant. Nein, in dem Fall dann Pokémon Ultra Platin, weil Pokémon Diamant habe ich schon im Kasten. Also nicht aufgenommen, aber bei mir im Schrank. Und Lutz hält sich ziemlich gut gerade. Erstaunt mich doch sehr. Hat Skill dazu bekommen. Mein Lutz. Was schon besiegt? So schwach war sie. Na gut, sieht so aus, als wären wir jetzt beim Boss gleich angelangt. Angelangt, ja. Wenn es mehr wollt. Ja, das ist dann schon der Arena-Leiter jetzt. Da freue ich mich mal drauf. Also ihr wisst, was los ist. Pokémon Ultramond und Pokémon Silber. Bald auf meinem Kanal. So, auf geht's in den Arena-Leiterkampf. Alternativ hätte ich mal mein Pokémon-Team heilen können oben im Pokémon-Center. Aber egal. Ich habe ja Tränke mit dabei und Beleber. Jetzt habe ich mein Team wieder vollständig geheilt. Los geht's, auf in den Kampf. Ah, also. Ich bin dann mal so frei und werde mich selbst von deinen Feierlichkeiten überzeugen. Nachdem Arena-Leiterin Carmilla ja solch einen Gefallen an dir gefunden hat. Auf geht's! Chonor vs. Zwergi. Der hat aber lange Hosen. Und vor allem breite Hosen. Und Breithösler. Squarepants. Nein, das ist nicht SpongeBob. SpongeBob Squarepants. Nö. Ist Turner, der Arena-Leiter von Maria City. Los, Max, du kannst auch mal was machen. Nicht immer nur verkacken. Und mal einen Bodycheck einsetzen. Und wurde verwirrt. Okay. Bodycheck. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu den neuen Editionen ist. Zu Pokémon Omega Rubin. Nein, Quatsch, nicht Omega Rubin. Ultramond und Ultrasonne und den Neuauflagen Silber und Gold. Ich freue mich auf jeden Fall höllisch auf Silber und Gold, weil das sind die Editionen, die ich noch nicht habe, weil die für einen DS nicht kompatibel waren und jetzt auf einem 3DS spielbar sind. Also das ist, ich glaube es nicht, wie ich mich darauf freue. Endlich meine Sammlung Pokémon Sonne und Mond, ist auch heute der Wurm drin. Ich glaub's nicht. Ich sag, glaube ich, die Titel gar nicht mehr. Ich bin einfach zu begrenzt dafür heute. Ja. Ich freue mich jedenfalls drauf, die mir zu kaufen. Schreibt mir, wie ihr euch drauf freut oder wie ihr euch nicht drauf freut. Würde mich interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Rockman fast besiegt. Kann natürlich noch einen Trank einsetzen, das wäre natürlich auch jetzt nicht so gut, aber Lisa, kannst du nicht irgendwas bringen? Wie das dann mit Blutstrahl? Angeberei, was willst du denn hier angeben? Mit was willst du denn angeben? Dass du ein Krokodil bist oder was? Ja, was soll dir das denn bringen? So, wo ist jetzt Blutstrahl? Worauf wartest du, Lisa? Dass du besiegt wirst? Na, das hast du erfolgreich geschafft. Darauf hast du gut gewartet. Na dann, Lutz. Du scheinst dich mit diesem Typ gut auszukennen und zurechtzukommen, also mach dein Ding. Nutz, mach dein Ding. Zack. So. Das hat was gebracht.
Ob das effektiv war, weiß ich jetzt nicht, aber... So. Naja. Wie fandet ihr denn die Pokémon Direct? Also, ich habe es mir im Nachhinein angeguckt, also als Aufzeichnung. Ich fand Pokémon Tekken, ja, fand ich jetzt nicht so spannend. Kommt für mich auch nicht in Diskussion, solange ich noch keine Switch habe. Steht auch nicht zur Diskussion, würde ich sagen. So, dann machen wir einen Brandstempel. Könnte ja was bringen. Oha, sieht gefährlich aus. Ist es aber nicht. Bringt nur ein bisschen irgendwelche Statuswerte für ihn. Ein Stahlabor. Stahlabor. Ein Dampfwalzer. Au, Kacke. Das ist gefährlich. Yay. Und der geht da down. So, next 3. 3 Pokémon hat er. Dann werden doch wohl zu erledigen sein mit meinen 4 Pokémon. Sag mal lieber nichts dazu. Zum Thema. Ja, zum Thema Pokémon Direct. War die erste, die ich geguckt habe. Und wusste vorher noch gar nichts davon. Wusste gar nicht, dass sowas wie Direct gibt. War mir neu. Habe ich durch den lieben Greenie erfahren. Grüße hier an ihn. Was foltert er nicht? Niemand foltert mich. Samenbomben. Tot bist du. Tja, das denn foltert nicht. Stallabor. An dein Hermes, dir Stallabor. Ich glaube, ich kann jetzt das nicht nochmal einsetzen. Ich muss jetzt Kratzfolie einsetzen. Klauenwetzer. Na. Schiebt er den Klauenwetzer sonst wohin? So. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen zu der Direct. Das war alles, was ich zu sagen habe. Es wird auf meinem Kanal erscheinen. Könnt ihr euch darauf freuen. Die 2 Spiele, die ich angesagt habe. Was? Jetzt wurde besiegt. Mist. Los, Ben. Das kriegst du hin. Streng dich ein bisschen an. Anstoß. Dampfwalzer. Au, Kacke. Ist nicht so gut. Dampfwalzer. Ja, was soll ich mit der Attacke machen? Monisa kann auch nicht mal fliegen. Mit der Attacke fliegen, glaube ich, noch gar nicht. Au, wei. Au, wei. Au, wei. Steinhagel, ja, das ist auch sehr effektiv. So. Ja. Ich würde mal sagen, trainieren wir noch mal ein bisschen offscreen. Und ja, versuchen es im nächsten Part dann noch mal. Oder was? Das war wohl nix, würde ich mal sagen. Ein Satz mit X. Wenn das mit X, meine Pokémon sind zu schlecht trainiert. X. Ja, das war's dann mal. Kacke. So, ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Schreibt in die Kommentare eure Meinung zu der Pokémon Direct, zu den Spielen, die ich spielen werde. Pokémon Mond Ultra, Pokémon Ultra Mond, sorry, und dann natürlich Pokémon Silber, was ihr zu denen haltet, also was ihr zu denen sagt, was ihr von denen haltet. Ach ja, meine Zunge ist gebrochen. So, dann werde ich mal hier so ein bisschen im hohen Gras mal auf Route 6. Ist schon ein bisschen vorgesprungen, deshalb werde ich jetzt nicht so weit hingehen. Da werde ich jedenfalls ein bisschen offscreen trainieren. Nicht zu viel erledigen, dass ich dann nicht schon was vorweggenommen habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei der Arena wieder und machen den Arena-Leiterkampf, wie es sich gehört. Und dann
sieht man sich. Bis denn gehabt euch wohl, haut rinne.